Freunde der Sonne, es ist Sonntagabend, 22.53 Uhr und ich habe natürlich nichts Besseres zu tun, als dieses, wie ich gerade leider entdecken muss, verdammt lägige Fraps, Doll Recorder, Gesumse irgendwie hinzukriegen. Da war Jason, der ist auch schon wieder verschwunden. Ich weiß nur, dass es im späteren Spielverlauf wahrscheinlich ein bisschen besser ist, momentan. Schaut das alles ein bisschen awkward aus. Ich habe mir gedacht, ich packe jetzt einfach mal eins unserer Videos und kommentiere ein bisschen was dazu, sagen ein bisschen was dazu. Da ist Jason schon wieder weg. Um vielleicht mal, ja, für das ein oder andere hinzuweisen, beziehungsweise einfach mal anzugucken, wie es so gelaufen ist. Kurze Fix jetzt. Das schaut ja behämmert aus. Jason verschwindet gleich wieder weg. Ja, wie jeder weiß, haben wir das Spiel gewonnen, was ich ausgesucht habe. Ah, das schaut schon besser aus. Jetzt haben wir wieder normale Balken und sowas. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht liegt es daran, irgendwie diese Fraps plus LOL Recorder Combo ist irgendwie bescheuert. Kurz nebenbei, das Video wird einen Heiden Arbeit kosten und dauern, weil Fraps irgendwie denkt, es muss immer mit unglaublich viel Gigabyte aufnehmen und wenn ich jetzt hier die, ich glaube 25 Minuten oder was das sind, komplett aufnehme, dann habe ich gleich mal 50 Gigabyte innerhalb einer Videodatei verbraten. Also es ist ziemlich dick, ich werde es dann mit dem AnyVideo, Entschuldigung, Converter ein bisschen kleiner machen und auf YouTube hochladen, beziehungsweise es ist ja schon auf YouTube hochgeladen, wenn ihr das anschauen könnt. Aber ich muss den Rechner gern mal die ganze Nacht laufen lassen, um das einmal zu konverten. So, ja, ich habe hier ein Spiel genommen, was wir eindeutig gewonnen haben, was total billig war. Ich weiß. Aber ich finde es als ersten Test gar nicht mal so schlecht. Wie immer invaden wir bei 1.45 und wie man gleich sehen wird, ist der Invade relativ erfolgreich. Verpiss dich gleich. Und der Blue geht natürlich in den Midlaner. So, ein bisschen knapp ist das Ganze. Hätte der noch ein bisschen mehr Eier gehabt, wäre er wahrscheinlich reingesprungen und hätte sich einfach den Blue genommen. Das war auch scheiße knapp, fällt mir jetzt erst auf. Den hätte er sich fast noch mit dem Blue geholt. Oh nein. Oh nein, oh nein. Immer wenn ich keine Health Bars sehe, bin ich immer so ein bisschen... Naja, es scheint zu funktionieren. Und vorweg, das Spiel hat hervorragend funktioniert, wie man weiß. Wir haben ohne Probleme gewonnen. Das zweite habe ich leider nicht aufgenommen. Wie gesagt, weil ich jetzt einfach erstmal eins probieren möchte. Ich schaue, dass ich irgendwie alles, was irgendwie passiert, in dem Video mit raufkriege. Und erzähle vielleicht so ein bisschen was zum AD-Carry nebenbei. Das wäre gar nicht schlecht. Das hier bin ich, wie man weiß. Ja, der Anfang ist meistens relativ langweilig. Was auch sonst, es geht einfach nur ganz billig ums Farmen. Er ist Schuhe und drei Pots angefangen, Standard. Ich ebenfalls. Ja, das bin ich nicht, das ist der Tom. So, hier haben wir einen Blue. Bei Haro. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch den Blue eigentlich gleich... Ja, obwohl Midlane hat ja schon Blue, von dem ist es eigentlich egal. Das passt schon. Ups. Kann ich wenigstens... Ah, ich sehe wenigstens so die Stats einigermaßen. Ich finde es ein bisschen schade, vielleicht bin ich auch leider bloß einfach viel zu blöd dafür, dass ich jetzt irgendwie nicht die gegnerische Seite auch habe, also sehen kann, was die Gegner sehen. Das wäre so zur kompletten Spielanalyse eigentlich verdammt brauchbar, würde ich mal sagen. Aber vielleicht kann mir einer von euch Pros das ja besser mitteilen. Des Weiteren habe ich natürlich noch eine weitere Frage. Ich habe ja vorher gerade gemeckert, dass die Videos Ewigkeiten lang werden und ultra fett. Also 50 GB, ich hoffe es bleibt bei 50 GB, das könnten auch schon mal 80 werden, kein Witz. Und es dauert die komplette Nacht durch, bis ich ein so ein verdammtes Video in einigermaßen ordentliches Format konvertiert habe und dieses dann auf YouTube hochladen kann. Das ist echt ein totaler Quatsch.
Aber ich kann mich natürlich auch unter Umständen einfach bloß saumäßig blöd anstellen. Und würde mich über alle möglichen Tipps freuen, wie ich den ganzen Scheiß ein bisschen kleiner und flexibler machen kann. Ein Top Gank. Ohne Hellspars, immer gut. Und First Blood für den Haro. Nachdem er keine Zünden dabei hat, war das offensichtlich sein Red. Gut gelaufen für uns, passt. Irgendwie sehe ich nur meinen Heilsbar, aber naja. Fürs Erste soll es mal reichen. So, Chris bekommt vom Knock einer auf die Fresse. Oder auch nicht. Genau, also wie gesagt, wenn jemand eine Ahnung hat, wie ich das Eis ein bisschen kleiner machen kann, nur her mit den Tipps. Ich bin mit Law mittlerweile bei 29 Creep Kills, der Ass hat 19. Sind nur 10, jetzt sind es 9 Unterschied. Wird sich im Laufe des Spiels aber noch dramatisch verändern, weil Tarik und Grass einfach eine super Combo ist. Und Ass und Janna irgendwie strange. Also Ass ist ein klassischer Poker, der funktioniert halt einfach hervorragend mit so Champs wie Sona zum Beispiel. Irgendwas, was auch Damage macht und ein bisschen auf die Nerven gehen kann auf der Botlane. Also wenn man Ass spielt, sollte man wirklich darauf achten, auch einen entsprechenden Supporter dabei zu haben. Janna ist, ganz ehrlich zu sein, irgendwie ein bisschen Quatsch. Weil sie synergiert halt einfach von den... Ich weiß einfach, bisschen Rest. Sie synergiert halt einfach von der ganzen Supporter-Technik einfach nicht gut mit Ass. Man kann sie schon spielen und sie hat ihr Schild und sie hat ihre grundsätzlichen Supporter-Fähigkeiten, aber sie beraubt sozusagen den Ass-Rail ein bisschen seiner grundsätzlichen Möglichkeiten, was einfach schade ist. Also mit einer Sona, glaube ich, wäre die Lane wesentlich besser gegen uns gewesen. Jetzt bin ich bei 37 Creepkills, Ass hat 24. Das wird ausgebaut, trotz dass ich ihn nicht an den Tower gepusht habe. Was einfach zeigt, dass er jetzt vielleicht nicht der beste Last-Hitter ist, den es gibt. Midlane ist auch total unter Kontrolle. Ich würde gerne deinen Healthbar sehen, Chris, aber tue ich natürlich nicht gescheit. Wir haben hier 29 zu... Oh, 38 Creepies. Naja, gut. Belassen wir es mal dabei. Toplane. 16 zu 34. Ah ja. Da ist schon eine kleine Schwierigkeit dabei. Der Gangplank, dieses Scheißding hier nervt mich mal. Oh, das schaut schlecht aus. ...92, okay. Ein Trade eigentlich gewesen. Dieses Reconnecting geht mir auf den Sack. Ich weiß nicht, wie man es wegkriegt, deswegen lasse ich jetzt mal da. Wie gesagt, wenn irgendjemand den totalen Plan von Video Capturing hat und mir da noch Tipps oder irgendwelche Tools oder Programme ans Herz legen kann, war her damit. Der Anfang ist jetzt relativ unspannend, aber es gibt so zwei, drei Sachen, die wohl mir wichtig sind in dem Video und auf die ich hinweisen möchte. Darunter gehören auch Fails unsererseits. Jetzt haben wir hier einen... Ich glaube, erfolgreichen Top-Gang wahrscheinlich. Ja, unterm Strich schon. Ich denke mal, Gangplank holt sich noch den Kill, ja. Aber passt unterm Strich schon okay gelaufen. Die Mittel ein bisschen zu spät, top, aber kommt vor. Gucken wir alles nach Plan. Creepkiss sind wir mittlerweile. Ich habe 58, der S hat 30, also es wird immer mehr und das, obwohl die Lane eigentlich eher in unsere Richtung gepusht ist. Also der könnte viel mehr draus machen, der gute S, aber ist auch ein bisschen ängstlich. Einmal für Cassio. Tom ist es Level 6, ich bin Level 6, jetzt dürften wir bald den ersten... Ja genau, jetzt kommt die erste Burst-Kombo.
leider ein bisschen... So, jetzt kommt eine Fail von meiner Seite aus. Ich hätte, ja, Disignite auf Jana setzen können, hätte sie wahrscheinlich nicht gekillt. Auf Ass war es auf jeden Fall blöd, das hätte ich nicht machen sollen. So was spart man sich, ja. Ist klar, weil Ignite ist halt einfach ein Kill-Securer, nichts anderes. So, der gute Nock bewegt sich auch mal Richtung Bot, tut's aber nicht wirklich. Creep-Kill-Time Mitte, 44 zu 54, geht ein bisschen besser. Top 27 zu 45 ist relativ eindeutig dann doch, muss man sagen. Da hat der Gangplank, der wohl ständig hier so zusammen mit Jason hier irgendwelche Dancing-Actions macht, weil das Ding hier schon wieder im Arsch ist. Naja. Offenbar, oder ich hoffe mal, dass es nur bugtechnisch so ist. Oh, jetzt haben wir mit den Gang von... Ja, toll, das sehe ich auch nicht. Von Nocturne. Ah, aber ein Ulti von Cassio, also von Chris. Regelt. Ich hoffe, dass das irgendwie der Bug so ist, dass man wenigstens die Health Bars sieht, wenn ich quasi ums Eck bin. Weil wir haben später zwei, drei Aktionen, da wo man einfach schlauerweise... Wo es ganz cool wäre, die Health Bars zu sehen. Ah, jetzt kommt die erste Ulti-Kombo und zack. Das reicht nicht ganz. Aber man hat gesehen, es war ein Wahnsinns-Damage innerhalb von kurzer Zeit. Das ist das, was Graves und Taric ausmacht. Nur schon mal vorweg möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr auf der Botlane rumhänge und ein bisschen mehr dazu erzähle. Da kenne ich mich einfach aus. So. Creep Kills ist bei 81, er ist bei 39, spätestens jetzt hat er verloren. Die Lane nach 11 Minuten noch zurückzuholen ist eigentlich so gut wie unmöglich. Hey, ich habe einen Ping von 60.000. Okay. Ah ja, wenn man in meiner Nähe ist, dann sieht man offenbar die Lebensbalken der anderen, finde ich gut. So, ich kann mir zu dem Zeitpunkt jetzt schon mein BF-Schwert rauslassen. Und dann Berserker habe ich auch schon. Normalerweise, ich bin ein Fan davon, ein bisschen sustainiger in der Lane zu sein. Würde ich jetzt gleich gut wie erst farmen oder schlechter, dann hätte ich das BF-Schwert erstmal weggelassen und hätte mir dafür ein vampirisches Zepter oder sowas geholt. Einfach um den Lifestyle noch zu haben, so ein bisschen, ja. Denn ich habe mir das BF-Schwert eigentlich bloß deswegen gekauft, weil ich mir sicher bin, dass die Lane weiterhin auf unsere Seite geht. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie mehr als die drei Pots brauchen werde. Außerdem habe ich ja den Tom dabei und der hat mit Taric immer einen ganz schicken Heal. Genau. Itemtechnisch ist es halt einfach immer situationsbedingt, muss man sagen. Ich bin mir sicher, ich weiß, die Lane läuft eindeutig für uns, also kann ich auch voll auf Damage gehen. So, jetzt sehen wir nochmal was. Da ist es dann und jetzt bam. Zack, zack. War eigentlich falsch rum, ich hätte zuerst mein Q und dann mein E machen sollen. Hat trotzdem funktioniert, man sieht einfach den abartigen Schaden von der Burst-Kombo. Der Vorteil von Graves und Taric liegt eigentlich dahingehend auf der Hand, dass Graves und Taric auch super funktionieren, ohne es zu bursten. Also der Schaden ist auch so gut, aber der Burst an sich ist einfach total wahnsinnig. Also die einzige Kombo, die man mit Taric noch so extrem spielen kann, ist Twitch. Twitch mit Ulti und Entzünden plus Taric Ulti ist auch verdammt bösartig. So. Sind es bei 13 Minuten. Ich glaube, langsam aber sicher dürfte der erste Drake Call kommen. So, Schluck Weißbier. In Bayern trinkt man sowas nach 11. Ja, es hat einfach nur ein Phage oder Phage, ich habe keine Ahnung, wie das Ding ausspricht. 95 Attack bei einer ASPD von 08. Ich bin mittlerweile bei einer, ja, ich muss mich ja gar nicht anklicken. 09 ist scheißegal, aber 138 zu 95 ist mal eine ganze Latte. Vielleicht sieht man es auch, ich werde ein bisschen nachlässiger mit den Creep Kills.
Sollte man nicht sein, ist mein Fehler. Ah, tatsächlich, wenn ich weggehe, dann sind die Lebensbalken weg. Naja, dann bleibe ich mal bei mir. Wir machen nämlich jetzt den ersten Drake. In anderen Situationen im Spiel würde ich es eher nicht machen, weil wir haben eigentlich wenig Zeit. In der Situation ist es aber in Ordnung. Einfach aus dem Hintergrund heraus, weil wir halt rocken. Weil wir auf allen Lanes im Vorteil sind. Ganz einfach. So, jetzt verpissen wir uns lieber. War gut. Also ich kenne viele Situationen von früher, da wären wir auch nochmal hinterhergelaufen und reingegangen. Und es wäre wahrscheinlich schlecht gelaufen. Das war es, um sich da eher auf Safety zu spielen. So, ich gehe wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Warum? Midlane wird gepusht. Ganz einfach. Klar, es bot jetzt relativ viel Farm, aber man darf halt eins nicht vergessen. Es ist zwar schön zu farmen, aber wenn der Gegner währenddessen Tower pushen und einreißen kann, dann bringt einem der ganze Farm relativ wenig. So, jetzt kommt gleich nochmal ein sehr schönes Beispiel von dieser wirklich pornösen, krassen Graves-Tarik-Ulti-Kombo. Dann schaut sich bitte Hess. Er ist ein Hess an. Pang, pang, zack. Es ist wirklich richtig krass. Ich persönlich finde es ein bisschen OP. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, die Kombo zu spielen. Genau. Wer Lust hat, falsch machen kann man damit eigentlich nicht viel. Man muss bloß das Ganze ein bisschen timen mit Stun. Also, wenn man es ganz genau machen möchte, es wird nie hundertprozentig funktionieren, aber absolut perfekt wäre tatsächlich folgendes. Stun Tarik, W Tarik, E, nee, was laber ich, R, also mein Ulti, danach Ulti von Tarik und dann mein W. Aber das zu timen geht halt einfach nicht, deswegen klatscht man einfach alles drüber und wie man sieht, klappt es auch so, das tut mir jetzt sehr leid. Vor lauter Geplapper habe ich jetzt natürlich wieder den Kill da oben nicht mitbekommen. Naja. Unten ist durch. 127 Creek bis zu 48. Okay, die Sache ist sowas von erledigt. Der andere Carry hat keine Chance mehr. In der Mitte kommt jetzt der... alles klar. Da kam das Ulti. Und auch das Ulti von Chris. Kann ja auch einmal den Arsch retten, warum nicht? Ja, warum habe ich mir immer noch kein vampirisches Zepter gekauft? Weil ich einfach weiß, ich bin mit dem Farm, mit den Stats zu der Zeit im Vergleich zu den anderen Carries und zu den anderen Lanes relativ OP, würde ich jetzt nicht sagen, weil sehr, sehr stark unterwegs. Dementsprechend habe ich mich jetzt nicht dafür entschieden, erst kleinere Items zu bauen, sondern direkt Infinity Edge gerusht. Es gibt, und das ist ein Fakt, kein Item, was mehr Schaden Late-Game-technisch verursacht als auf dem AD-Carry als Infinity Edge. Like Boss, Tower Tanken, so, und jetzt kommt Ulti-Kombo vorbei. Zack, Double Kill. Okay, ich bin hier ein bisschen low geworden. Aber das hat man jetzt wieder perfekt gesehen. Das war scheiße von mir, den hätte ich ausweichen können. Kommt vor. Ulti-Kombos reingeschossen. Und wie man gesehen hat, die Lebensbalken sind weggeschmolzen. Gefeedete Graves mit Tarik dabei. Alles läuft. Bald kommt aber jetzt dann die Situation, wir haben so ein, zwei Teamfights dabei, die sind eigentlich ziemlich beschissen gelaufen. Schluck Weißbier. Die möchte ich nachher mal zeigen. Jetzt hole ich mir erstmal die Farben. Wards sind okay. Könnten aber besser sein. Klingt immer ein bisschen komisch, aber es gibt halt einfach nichts Wichtigeres als Wards für den Supporter. Schauen wir mal, aber na gut, Tom hat ja keine Wards dabei. Es ist ganz cool, hier kann man noch welche setzen. Aber es gibt eigentlich nur so ein kleiner Exkurs mal. Es gibt so ein paar Stellen, die sollten halt einfach immer gewartet sein. Das ist klar, wir haben ja einmal beim Drake die Ward hier ständig da sein sollte, beim Baron, da wo sie gerade nicht ist. Ist aber nicht so schlimm, weil wir gerade deutlich in Führung sind. Nice to have.
Die Wards hier müssen aber gar nicht mal so sein. Wichtiger, die ist okay. An enemy has been slain. Könnte noch ein bisschen weiter vorne sitzen. Ah, vor lauter Geplapper vergesse ich immer die Kämpfer anzuschauen. Es tut mir höchst leid. Jetzt kommt ein ganz schöner Push von uns, ein Frittenbusch. Ich bleib Mitte, krallen wir gleich den Mid-Tower, währenddessen der Rest hier einfach top macht. Ich würde zugehen. Ah, jetzt sieht man die Frage. Sehr schön. Jetzt nicht mehr. So, und das Gute ist, dass nicht alle gleich zurückgehen. Das war echt eine gute Aktion, sondern weiter nach vorne bleiben, nach vorne pushen. Warum? Der Gegner muss sich immer entscheiden. Würde jetzt nur ich pushen hier, könnte der komplette Gegner sonst, wie es hier der Fall ist, einfach runtergehen. So, und jetzt kommt was. Zack. Das war nicht gut. Muss man halt leider so sagen mal. Alle sind in der Rückwärtsbewegung. Keiner rechnet damit, dass getowerdived wird. Jana kann die Ulti rocken. Haru fliegt bis in den gegnerischen Tower rein. Wir kämpfen unter zwei Towern. Da. Und jetzt sieht man gleich, was wir dafür bekommen. Wir stehen mitten im Lux-Ulti. Wir stehen im GP-Ulti. Wir sind unter dem Tower. Wir hatten von dem Tower noch was. Nocturne kann entspannt auf Haru drauf gehen. Und wir haben in dem Fall eindeutig eben Kills hier geschenkt. Man kann es nicht anders sagen. Unterm Strich nochmal. Kurze Erinnerung. Mal laufen lassen. Alle sind in der Rückwärtsbewegung. Tower Dive. In drei, im Endeffekt sogar vier Personen unter zwei Towern, ist einfach nicht so gut gelaufen, war vielleicht ein bisschen greedy, sollte man vermeiden, denn in dem Fall war es nicht so, aber grundsätzlich kann man einfach gegnerische Teams damit wieder zurück ins Spiel bringen. Jason guckt nach dem Drake. Ja, ich habe mittlerweile eine ordentliche Latte an Items, das wird dann mal ein Phantom Dancer. Zu dem Spielzeitpunkt in Ordnung. Also, wie gesagt, man merkt, dass ich halt einfach mit dem Farm ein bisschen nachlässig geworden bin. Kills sind in Ordnung, Items sind auch in Ordnung. Es kann halt immer besser sein, ja. Also, ich bin grundsätzlich zufrieden und finde es, ich muss mal sagen, schlechte Gegner gegen recht dicke. Aber es kann einfach auch besser sein. Also, bei 20 Minuten kann man auch gerne mal 180 Farm haben und dann hier schon zum Beispiel Phantom Dancer fertig. Ja. So, jetzt wird der Drake noch gemacht. Das Video dürfte mittlerweile meine halbe Festplatte belegen. Oh. Drake Timer. Wichtig, wichtig, wichtig. Immer Drake Timer. Ich merke, Drake kommt nach 6 Minuten nach Kill, Baron nach 7. So. Gangplank pusht jetzt hier top. Und wir entscheiden uns, Mitte zu pushen und aggressiv vorzugehen. Ist in der Situation genau das Richtige. So. Das war jetzt von mir schlecht. Warum war das von mir schlecht? Oder ich bin zu blöd dafür. Warum war das von mir schlecht? Man hat gesehen, ungefähr hier, ich bin nach vorne und auf die Squishigen gegangen. Es ist ganz wichtig als Carry. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Wichtigeres für den Carry als ordentliches Position. Chris. Jason hat ihn fertig. Und zwar, ich habe mich dadurch, dass ich nach vorne geswiped bin, klar, ich habe es auf die squishigen Targets schießen können. Aber, und deswegen auch, Entschuldigung, kleine Shelter an jeden, der wo immer mit seinem, ja, wir müssen fokussen daher labert. Der Carry tut das nicht. Außer er hat die Chance. Ansonsten niemals, zu keinem einzigen Zeitpunkt, jemals irgendwie das machen, was ich gerade gemacht habe. Ganz einfach. Dadurch, dass ich auf die squishigen Ziele reingegangen bin, das Team war hier ungefähr mein Team. Das Gegnerteam hier verteilt.
Ich bin hier alleine gewesen und habe drei Leute instant auf mir drauf gehabt. Drei Leute, die wo sich gefreut haben, hey, da kommt ja ein Carry, den können wir schnell wegpusten. Es war falsch, fertig. Und es hört sich total lächerlich an. Aber glaubt mir, es gibt 5 Milliarden Videos, da wo das alles dargestellt wird, jeder Pro-Play wird euch das sagen. Lieber schießt ihr 10-mal auf einen fetten Renekton drauf, als wie dass ihr versucht rein zu swiften, rein zu flashen und von drei Gegnern auseinandergenommen wird. Selten hat man so viel Feed, um sowas zu überleben. Also, Positioning ganz wichtig, hier habe ich ein schönes Negativbeispiel dafür gegeben. Wahrscheinlich, weil ich einfach auch wieder zu greedy war. So. In Kürze kommt meine Lieblingsstelle in dem Game. Ein ordentlicher Bait, der wurde dann unbewusst von Tom ausgeführt wurde. Hier stehen sie alle drin, denken wir sehen sie nicht. Nee, sehr nett. So, und jetzt geht's nämlich los. Jetzt kommen sie. Chris geht zurück. Sehr gut. Argo ist auch da. Man muss bedenken, es ist jetzt ein 4 gegen 5. Das Gegnerteam macht eigentlich den Fehler. Gut, was heißt den Fehler? Ich sehe nicht, ob die irgendwelche Mords da haben. Aber gehen einfach hinterher. Sie sind zu fünft. So. Wir haben einen gefeedeten Graves. Halbwegs gefeedet. Und eine Cassio. Und das, was jetzt passiert, ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Alle Gegner. Tom baitet echt super. Also das passt. Kommt mit einem Busch drin und jetzt möchte ich einmal bitte die Lebensbalken angezeigt haben. Von mir und das war's. Ulti von Cassio, Ulti von Graves, Ulti von Shyvana, mitten in 5 Leute rein. Besser geht's nicht. Ich mach noch den P fertig. Nein, Haru macht ihn fertig. Eine hervorragende, schöne Situation, ein schöner Bait. Bei einem Team mit diesen drei Champs einfach reinzulaufen und fünf Ultis, alle Ultis über die 5 Gegner drüber brezeln zu können, ist halt einfach mal richtig pornös, wie man sehen kann. Sah geil aus, war auch geil. Wir sind gleich am Ende, ich glaube, das war nämlich jetzt auch die letzte Aktion, was die Jungs mal aufgeben gegeben hat, bewogen hat. Genau. Da war es auch schon. Gewonnen, easy win. Und beim nächsten Mal nehme ich mal einen Loose auf, damit es auch mal ein bisschen ausgeglichen ist. Victory. Gut, bis denne.